Hallo und herzlich willkommen bei meiner Videoreihe Wie fülle ich die Einkommensteuerformulare 2020 aus? Heute behandeln wir die Anlage G, also die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. In der Anlage G trägst du in den Zeilen 1, 2, 3 Name, Vorname, Steuernummer ein und in der Zeile 4 geht es dann direkt weiter. Hier trägst du deinen Betrieb als Einzelunternehmer ein. Hier in diesem Beispiel erster Betrieb, der Steuerpflichtige ist nebenher noch Versicherungsmakler, in die Zeile 4 die Art des Betriebs und in die Spalte 11 kommen die Einkünfte, also in diesem Fall der Gewinn. In die Zeile 4 kommt der erste Betrieb, hier in dem Fall ist der Steuerpflichtige Versicherungsmakler, in die Spalte 11 kommen dann die Einkünfte aus dem ersten Betrieb, hier 6.308 Euro. In die Zeile 5 könnte ein zweiter Betrieb eingetragen werden, in die Zeile 6 noch weitere Betriebe. In der Zeile 7 kommen die Betriebe laut gesonderter Feststellung eines Finanzamts rein. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn du mit jemand anderem an einer GbR beteiligt wärst. Die GbR ermittelt ihren Gewinn, erstellt eine sogenannte gesonderte einheitliche Feststellung und in dieser wird dann der dir zuzurechnende oder die dir zuzurechnenden Einkünfte festgestellt. Das richtet sich je nachdem im Wesentlichen danach, in welcher Höhe, mit welchem Prozentsatz du an dieser Gesellschaft beteiligt bist. In diesem Fall erhältst du von dem Betriebsfinanzamt dieser GbR einen Steuerbescheid, aus dem kannst du entnehmen, wie viel Einkünfte hier einzutragen sind, also wie viel Einkünfte du aus dieser Beteiligung erhältst. Demnach trägst du in diese Zeile das Betriebsfinanzamt und die Steuernummer der GbR ein und hier die Einkünfte, die dir zuzurechnen sind. Genau das gleiche gilt, wenn du als Mitunternehmer an anderen Gesellschaften beteiligt bist, wie zum Beispiel an einer KG und so weiter. Genau das gleiche wie oben in dem GbR-Beispiel. In die Zeile 13 trägst du ein, ob in den Zeilen 4, also über alle Betriebe und Mitunternehmerbeteiligungen, ob in den Zeilen 4 bis 11 eventuell nicht enthaltene steuerfreie Teile der Einkünfte oder für die das Teileinkünfteverfahren gilt, enthalten sind. In die Zeile 15 trägst du ein, für wie viele Betriebe, die oben genannt sind, du die Begünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz, die sogenannte Thesaurierungsbegünstigung, in Anspruch nehmen möchtest. In die Zeilen 16 bis 22 trägst du die zusätzlichen Angaben bei Steuerermäßigung nach § 35 ein. Hier geht es im Wesentlichen darum, wenn du einen Gewerbebetrieb hast, musst du ja auch Gewerbesteuer zahlen. Und hier trägst du im Wesentlichen ein, wie hoch der Gewerbesteuermessbetrag ist und wie hoch die zu zahlende Gewerbesteuer ist. Das hat folgenden Hintergrund. Die Gewerbesteuer, die du als Einzelunternehmer, sagen wir mal, zahlen musst, die wird bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags auf deine Einkommensteuer angerechnet. Wenn dich die Gewerbesteueranrechnung genauer interessiert, schreib es einfach unten in die Kommentare, dann mache ich demnächst ein eigenes Video zu diesem Thema. In der Anlage Gewerbebetrieb dann weiter. Auf der Seite 2 werden etwaige Veräußerungsgewinne eingetragen, bedeutet, wenn du deinen Betrieb veräußerst oder aufgibst. In diesem Bereich gibt es auch verschiedenste Vergünstigungen, die du in Anspruch nehmen kannst. Das möchte ich jetzt hier bei dem Ausfüllen der Formulare nicht weiter vertiefen, da dies den Rahmen sprengen würde. Ab der Zeile 47 geht es dann mit Sonstigem weiter, wie zum Beispiel in den Zeilen 4 bis 12 enthaltene begünstigte Gewinne, gewerbliche Tierzucht oder Tierhaltung, gewerbliche Termingeschäfte oder Verluste aus Beteiligung. Also alles Spezialthemen, bei welchen ich grundsätzlich ohnehin sage, wenn das auf dich zutrifft, unbedingt mit dem Steuerberater sprechen, weil da kann so viel falsch gemacht werden. Hier bedarf es professioneller Unterstützung durch einen Steuerberater. Da führt kein Weg vorbei. Das soll es zunächst mit der Anlage G gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du demnächst wieder einschaltest. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.